Hallo, meine Lieben. Ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Diese Legung, da geht es um die Liebe. Und zwar um die kommenden 2 Wochen in der Liebe. Was wirst du erleben? Was wird passieren? Ich schaue auf Singles. Ich schaue aber auch auf alle die, die in einer Verbindung sind oder in, ja, etwas Ähnlichem wie eine Verbindung. Ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Die kommenden 2 Wochen in der Liebe. Ich werde noch mehr Karten dazu nehmen, aber ich möchte erstmal hier diese Karten näher beleuchten. Ja, einfach mich mit diesen Karten jetzt beschäftigen, weil ich sehe hier etwas. Ja, und zwar, ich sehe hier, so wie es momentan jetzt bei dir ist, beziehungsweise ich sehe hier 2 Szenarien. Es ist eine bestimmte Stabilität bei dir im Bereich der Liebe da. Ja, stabil. Es ist einfach stabil. Es ist so, wie es ist momentan. Kann sein, dass dir diese Stabilität mit, weil ich habe hier die Königin der Münzen. Ja, und das ist eine stabile Lage. Auch stabile Persönlichkeit sich. Auch das könntest du sein zum Beispiel. Königin der Münzen. Und kann sein, dass sich gar nichts tut im Bereich der Liebe, ja? Das ist so stabil, dass da gar nichts kommt. Und ich habe das hier so, dass die eine Seite könnte damit zufrieden sein und die andere nicht, ja? Die eine schätzt diese Stabilität im Bereich der Liebe, die andere Seite schätzt diese Stabilität in der Liebe nicht, ja? Zum Beispiel, du bist Single und es ist okay, so wie es ist. Aber es könnte sich was tun. Oder du bist Single und bist total unglücklich damit. Du bist in einer Verbindung und es tut sich gar nichts. Und es ist halt so, es läuft so, wie es immer gelaufen ist und du bist damit zufrieden. Ja? Mehr oder, Entschuldigung, mehr oder weniger. Oder es tut sich gar nichts bei dir in dieser Verbindung mit diesem Menschen und du bist damit total unzufrieden. Ich habe hier so ein bisschen, jemand ist hier so, ja, man könnte so sagen, hat sich vielleicht so damit abgefunden. Ja, besser so als gar nichts bekomme ich hier rein. Und die andere Seite ist so, nee, 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 das so kann es nicht länger gehen. Also, ich bin damit einfach nicht zufrieden, ja. Sowas habe ich hier auch mit den 5 der Schwerter, nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. Es kann auch sein, hier sieht man das ganz gut auf diesem Bild, dass jemand sich davon gemacht hat. Kann sein, dass du gegangen bist, kann sein, dass dein Gegenüber gegangen ist. Ich habe hier so eine Sperre, ja, so eine Sperre, so eine Mauer, so eine Begrenzung irgendwo im Bereich der Liebe bei dir. Vielleicht hast du das extra gemacht, diese Sperre aufgebaut. Vielleicht ist diese Sperre aber auch von der anderen Seite gekommen. Es kann sein, dass du dich getrennt hast oder ihr euch getrennt habt, dass du jetzt sozusagen Single bist. Kann auch so sein, ja. Ich sehe hier auch eine Trennung und das war wahrscheinlich so, man hat sich vielleicht das so gedacht, es ist zum Besten. Das ist das Beste für uns beide, ja. Muss nicht sein, dass du das gedacht hast, aber höchstwahrscheinlich dein Gegenüber. Wenn nicht du, dann dein Gegenüber. Sowas habe ich hier. Und es ist stabil, aber diese Leidenschaft steckt in dir drin mit dem Widder hier im Hintergrund. Ja, das ist diese feurige Energie, die im Hintergrund bei dir da ist und sie will nach außen gelassen werden. Diese,
Diese wilde Energie, diese Widder-Energie, ja. Du musst nicht Widder sein, aber ich habe hier so ein feuriges, ja, so viel Feuer und Engagement und vielleicht Leidenschaften und etwas, was nicht ausgelebt werden konnte, soll irgendwie jetzt endlich ausgelebt werden, ja. Aber im Vordergrund ist diese Stabilität, im Vordergrund ist diese Sperre, diese Absperrung und man nimmt es so hin, man geht damit um, weil ja, es ist nun mal so und es bietet nun mal auf der einen Seite eine bestimmte Stabilität und auf der anderen Seite ist man damit auch nicht zufrieden. Vielleicht ist auch diese beiden Seiten, vielleicht sind die bei dir vereint. Vielleicht an einem Tag ist es so und am anderen Tag fühlst du genau das Gegenteil, ja? Kann hier auch sein. Deswegen, ich sehe hier auch, dass einige Single hier sind, dass du vielleicht Single bist. Kann aber auch hier eine Verbindung angezeigt sein. Ja, also auch einige sind hier in einer Verbindung. Aber wenn du in einer Verbindung bist, ich habe das hier so, diese Verbindung, die macht dich nicht zu 100% glücklich. Das sehe ich hier mit dieser Karte. Ja, das muss ich hier so sagen. Also super glücklich bist du nicht. Da fehlt irgendwie ein Teil. Das sind hier die 5 der Schwerter. Da fehlt ein Teil, vielleicht Kommunikation. Vielleicht ist es die Kommunikation, die fehlt. Ja, vielleicht kommuniziert ihr, aber das ist so, naja gut. Wenigstens reden wir, ja, wenigstens schreiben wir, vielleicht so, oder? Es ist gar nichts, es ist einfach gar nichts mehr da, also an Kommunikation, ja. Ihr könnt zum Beispiel auch nebeneinander sitzen und sich nichts mehr zu sagen haben, ja. Das sehe ich hier auch in einigen Verbindungen. Und im Hintergrund ist diese Energie, die nach außen will, ja. Was gibt's denn hier noch? Aber schau, hier der Bube der Kelche, der Page der Kelche. Also da wird was kommen, da kommt etwas auf dich zu, hier im Bereich der Liebe. Und guck mal, Bube der Münzen, wow, fantastisch. Wahnsinn. Also, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, ja, und wenn du nicht abgeschaltet hast, dann ist das hier für dich, die beiden Angebote. Ich habe hier 2 Angebote für dich, vielleicht von 2 Menschen, ja. Kann so sein, dass du 2 Angebote bekommst. Vielleicht kommt jemand Neues noch dazu oder du wirst 2 neue Menschen kennenlernen. Ich habe hier für dich 2 Angebote, direkt neben dir. Weil ich habe dich hier so als jemand, der ziemlich stabil ist, ja, im Leben, mit beiden Beinen, im Leben, also, ja, ich sehe dich hier so festen Boden unter den Füßen haben, ja, so. Und auch dir hier etwas erschaffen, geschaffen in deinem Leben, was dich auch glücklich macht. Ich habe das nicht hier so, dass du die ganze Zeit nur traurig bist, weil du vielleicht Single bist. So habe ich dich nicht. Es ist okay. Du hast dich vielleicht damit abgefunden oder findest das sogar gut. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier 2 Menschen für dich. Beziehungsweise 2 Angebote. Auch wenn du in dieser Verbindung bist. Ich habe hier irgendwie von der Seite von deinem Gegenüber, um den es hier bei dir geht, habe ich ein Angebot, aber ich habe noch irgendetwas Zusätzliches hier. Noch ein zweites Ding. Vielleicht wird dir dein Gegenüber 2 Angebote machen oder es kommt noch jemand dazu. Mhm. Ja, das kann hier auch so sein, dass noch etwas dazu kommt. Kann tatsächlich eine Person sein oder irgendwie ein Umstand, was noch dazu kommt, wo das noch eins obendrauf gesetzt wird, aber auf eine positive Art und Weise, auf eine angenehme Art und Weise, ja. Und ja, ein Liebesangebot habe ich für dich, ein Liebesgeständnis. Jemand kommt auf dich zu und gesteht dir die Liebe, die Gefühle. Die Gefühle spielen eine sehr große Rolle. Könnte jemand sein, der auch Single ist, ja? Könnte auch jemand sein, der ja die Liebe bei diesem Menschen hier wird groß geschrieben. Kann aber auch sein auf der anderen Seite, dass dieser Mensch dazu neigt, sich sehr schnell zu verlieben. Ja, sehr schnell kommen da Gefühle auf. Und manchmal ist das Ganze nicht so ganz ausgereift, zerstreut,
nicht so ganz geordnet, ja. Aber es ist mit dem Herzen. Also es kommt vom Herzen. Es ist Liebe da. Es ist Liebe da auf jeden Fall und du bekommst dieses Liebesangebot. Jemand kommt auf dich zu und wird dir im Bereich der Liebe etwas anbieten. Etwas Konkretes. Das ist hier nicht so wischiwaschi, sondern das ist schon konkret, ja. Kann auch sein, dass jemand schon in dich verliebt ist und hat das bis jetzt dir noch nicht offenbart. Dass diese Gefühle noch nicht zur Sprache gekommen sind. Man hat sich bedeckt gehalten und jetzt in den kommenden 2 Wochen wird das offenbart werden, was du diesen Menschen bedeutest. Also ich habe in den kommenden 2 Wochen habe ich hier für dich ein Liebesangebot, ja? Dass jemand auf dich zukommt und dir die Liebe gesteht, die Liebe offenbart. Über Gefühle sprechen habe ich hier so. Gefühle offenbaren. Was hier noch eine Rolle spielt, das kann hier auch jemand sein, der irgendetwas falsch gemacht hat, sich davon gemacht hat. Hier, das kann so sein, ja. Jemand hat sich davon gemacht und dieser Mensch kommt auf dich zu. Und wird sich entschuldigen. Das muss nicht unbedingt direkt so eine Entschuldigung sein. Kann aber, ja. Kann aber auch so durch die Blume. Also dadurch, dass man irgendwie so eine Situation erschafft, wo du merken wirst, okay, dieser Mensch möchte das wieder gut machen, weil er gibt sich jetzt so stark die Mühe. Ja, so kann das hier auch sein. In den kommenden 2 Wochen sehe ich hier sowas. Das zeigt mir einfach die Karte, ja. Und das ist auch irgendwo so eine Möglichkeit, ja. Für einige ist es so eine Möglichkeit, da einfach in dieser Situation, in dieser Liebesgeschichte einfach weiterzukommen. Etwas auch zu erreichen. Aber nicht das. Also ich habe das hier nicht so, dass du dieses Angebot machen wirst, sondern dieses Angebot kommt auf dich zu. Diese Möglichkeit kommt auf dich zu, ja. Und ich habe hier aber noch den Buben der Münzen. Und der Bube der Münzen, der zeigt mir hier, dass hier noch etwas dazu kommt. Und zwar die Stabilität, ein stabiles Angebot. Das kann auch hier zusammengehen, ja, beide. Das ist sozusagen 2 in 1. Das ist hier die Liebe und das ist hier Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, ernst gemeint. Ich habe hier auch etwas Ernstes, etwas Wertvolles, Handfestes. Vielleicht wird dir noch zusätzlich etwas gegeben werden, überreicht werden, ja, wie diese Münze hier. Dir etwas einfach geben, anbieten wollen. Ja, etwas, was man auch vielleicht sogar festhalten kann. Ein Geschenk kann es sein. Es kann hier wirklich ein Geschenk sein, der dir überreicht werden wird. Noch zusätzlich. Oder das ist jemand anderes. Ja, das kann auch jemand anderes sein. Das kann auch von einer anderen Seite kommen, von jemand anderem kommen. Ein stabiles, wertvolles Angebot. Für dich jetzt hier, noch von jemand anderem. Und du wirst auch merken, dass, wenn es ein anderer Mensch ist, dass auf diesen Menschen ist Verlass. Ja, du kannst dich darauf verlassen. Das ist wirklich hier ernst gemeint und hat auch irgendwo Bestand. Das wird auch hier mehr Bestand haben. Oder das ist ein Liebesangebot, was ehrlich und ernst gemeint ist und auch für die Zukunft wertvoll sein wird. Ja, das kann hier auch so sein. Ich werde auf diese beiden Karten noch 2 Karten drauflegen. Der Herrscher und der Tod, ja. Und das hat hier etwas mit dem Buben der Kelche, mit dem Pagen der Kelche zu tun. Und ich habe hier für dich den Herrscher, ja. Weil die konkrete Person hat mir hier im Kartenbild gefehlt und
Die Person, der Mensch, zeigt sich jetzt hier in den Karten. Und das ist hier der Herrscher. Es ist halt jemand, der Stabilität vermitteln kann, dem man auch glauben kann. Es ist jemand mit einer Vergangenheit. Das ist kein unbeschriebenes Blatt. Dieser Mensch hat schon vieles erlebt, vieles gemacht, vieles erreicht. Ja, kann auch sein, dass es hier jemand ist, der begehrenswert ist. Ja, hier habe ich so jemanden, den Herrscher. Er vermittelt, oder sie, das kann auch eine Frau sein, vermittelt eine stabile Aura, ja, also vermittelt so einen Eindruck, dass man einfach gut aufgehoben ist bei diesem Menschen, dass dieser Mensch einen fest in die Arme schließen kann und man ja schmilzt dahin. Sowas habe ich hier, ja, und das wirst du mit diesem Menschen erleben. Das soll ich dir hier sagen, ja. Und das wird sich offenbaren in den kommenden 2 Wochen. Das wird möglich werden in den kommenden 2 Wochen. Also in seinen oder ihren Armen versunken sein. Ja, versunken sein. Einfach sich so fallen lassen. Sowas habe ich hier auch. Und das wird eine Veränderung mit sich bringen. Eine ziemlich tiefgehende Veränderung in dieser Situation mit diesen speziellen Menschen. Wie gesagt, das kann auch jemand Neues sein, den du kennenlernen wirst, wenn du Single bist. Das kann auch dieser bestehende Mensch sein in deinem Leben, also dieser, ja, mit dem du diese Verbindung hast, ja? Dieser jemand, mit dem du diese Verbindung hast. Und ist vielleicht manchmal stur, vielleicht manchmal unbeweglich, ja, aber bewegt sich jetzt. Ich hab das so, dass dieser Mensch, der sich normalerweise nicht bewegt, bewegt sich jetzt auf dich zu mit diesem Angebot. Und das wird vieles ändern für dich und auch für diese Verbindung, für die Dynamik der Verbindung. Das bedeutet eine Veränderung dafür. Eine Veränderung in dieser Dynamik, genau, so. Mhm. Sehr interessant. Ja, der Tod, da möchte ich noch eine Karte drauf haben. Diese Veränderung, Transformation habe ich hier auch. Die Verbindung wird transformiert werden. Diese Liebe, also oder durch die Liebe wird das Ganze transformiert werden. Durch die Gefühle wird die Verbindung transformiert werden, eine Transformation erfahren. Und ich habe hier die 2 der Stäbe und dann kann man Pläne machen. Also da kann man Pläne schmieden und hier sieht man im Hintergrund die fliegenden, ja, entweder sind es Gänse oder da sind Schwäne. Und das sieht so aus, als wären das Schwäne, ja. Und Schwäne sind ja sehr treu. Und ich habe hier eine feste Partnerschaft für dich. Und auch Zukunftsgedanken, Pläne. Aber ihr beide plant eure gemeinsame Zukunft hier, ja. Durch diese Veränderung, so habe ich hier das. Und bei dem Buben der Münzen, da habe ich die 9 der Stäbe. Das ist Vorsicht, das ist auf Nummer sicher gehen. Man möchte auf Nummer sicher gehen. Entweder hat das hiermit was zu tun oder es ist, wie gesagt, jemand anderes. Und diese Person möchte auf Nummer sicher gehen oder dieses auf Nummer sicher gehen schwingt hier auch so mit. Deswegen möchte man hier ein Plan für die Zukunft auch haben. Auch darüber sprechen, diesen Plan entwickeln, gemeinsam, ja, wie das weitergehen soll mit euch beiden. Weil diese Stabilität auch hier gebraucht wird. Aber irgendwo hat man auch, schwingt so ein bisschen mit so Bedenken. Ja? Oder wenn das jemand anderes ist, fühlt sich nicht so ganz sicher und braucht diese Stabilität, braucht diese Sicherheit hier. Das zeigen mir die Karten. Ist auch vielleicht ein bisschen übervorsichtig, ja. Oder dein Gegenüber ist auch hier generell vorsichtig, sehr vorsichtig, möchte auf Nummer sicher gehen. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, du kannst liken, du kannst auch mir einen Kommentar schreiben. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche dir einen schönen Abend, ich wünsche dir eine wundervolle kommende Zeit, schöne kommende 2 Wochen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.